Ja, schönen guten Morgen erstmal an alle hier. Vielen Dank für den netten Applaus. Ja, auch schönen guten Morgen von meiner Seite. Ihr habt ja gehört, kurzfristig müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber ich würde sagen, am Anfang lasst uns noch einmal unseren neuen Coach begrüßen. Seit Sommer ist er da und vielleicht nochmal einen donnernden Applaus für Sandro Schwarz. Dankeschön. Sandro, lass uns noch mal ein bisschen teilhaben. Ist ja noch nicht so lange her. Gestern über 60.000 wieder im Olympiastadion, was gigantisch war. Die Stimmung war herausragend. Wir gewinnen 2-0 gegen den 1. FC Köln. Die Stimmungslage dann auch nach Abpfiff. Was ging in dir vor? Was hast du von der Mannschaft gespürt? Was hast du für Energie im ganzen Stadion gespürt? Lass uns mal teilhaben. Dann geht es aber ganz schön lang, die Mitgliederversammlung heute. Ich muss sagen, klar, war keine einfache Woche auch, gerade was das Dienstagsspiel betrifft beim VfB Stuttgart mit dem Nackenschlag in der letzten Sekunde und wie wir dann in den nächsten Tagen damit umgegangen sind als Mannschaft, als Gruppe, als Verein auch, herausragend. Und das, was dann gestern war zum Abschluss, zum Jahresabschluss für uns, ich glaube, das haben wir uns alle gewünscht, dass wir dann so einen Tag erleben durften, du hast schon gesagt, mit über 60.000 Zuschauern, ein Vollbrett, was die Stimmung angeht. Und das ist auch unser Auftrag, dass wir dann auch mit Leistung und wie wir miteinander umgehen, dass die Leute das spüren. Und ich glaube, das hat jeder gespürt gestern im Stadion und nicht nur gestern, auch die ganzen anderen Heimspiele, Auswärtsspiele, diese Unterstützung ist sensationell. Und deswegen sind wir froh. Die Mannschaft ist froh, das hat man gemerkt, auch in der Kabine, auch vorm Spiel was zurückzugeben. Und deswegen sind wir froh, dass wir die 3 Punkte gestern geholt haben. Du bist jetzt seit Sommer Teil der Hertha-Familie. Wie hast du diese Zeit bisher erlebt bei uns im Verein? Wie erlebst du die Menschen hier bei uns? Also die Zeit intensiv, aber das gehört dazu. Als Außenstehender, wenn du nicht hier warst, bist, da muss man sagen, glaube ich, kann man ein anderes Bild von haben, von der Hertha. Und wenn du aber jetzt so mittendrin bist im Club, muss ich sagen, es fühlt sich toll an. Jeder Tag aufs Gelände zu kommen, Olympiagelände zu kommen, zu arbeiten mit der Gruppe, mit den Spielern zu sehen, wie fleißig sie sind, Staff, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Und deswegen, was den Verein betrifft, was den Club betrifft, was den Zusammenhalt betrifft, die Stimmung und gerade auch nach diesem Saisonstart, den wir auch hatten. Aber das ist einzigartig, ein großes Dankeschön von uns allen für das, was ihr uns gebt an Energie, ganz klar. Gib uns doch noch mal ein bisschen Einblick in das Seelenleben der Mannschaft. Ja, an welchen Stellschrauben hast du gedreht seit Sommer? Wie erlebst du die Gruppe? Ja, du sprichst immer gerne von der Gruppe, ja, und dass wir was entwickeln wollen. Auf welchem Stand sind wir da? Wie erlebst du sie? Dass wir auf jeden Fall noch was zu verbessern haben, das gehört dazu. Aber vom ersten Tag an, wie ich die Gruppe erlebe, extrem fleißig, extrem ehrgeizig auch. Und ich glaube, dass man das auch in jedem Spiel sieht, dass wir was die Inhalte betreffen, was das Spiel betrifft, da auch extrem kritisch miteinander umgehen. Das gehört auch dazu für die nächsten Entwicklungsschritte. Aber ich glaube, was jeder spürt, ist, dass sie mit viel Herzblut dabei sind, die Jungs, dass sie alles rausfeuern mit dem einen oder anderen Fehler, der uns leider dann auch diesen Punkt gekostet hat, des Öfteren in der Situation, dann auch zum Ende des Spiels. Aber die Jungs, und glaubt mir, wenn es anders wäre, würden wir nicht hier sitzen und dann würde ich auch was anderes sagen. Aber so wie ich die Jungs erlebe, welche Energie und alles auf den Platz zu geben, rauszufeuern, wie sie auch leiden nach dem Spiel in Mainz, unentschieden, letzte Situation gestern, am Dienstag gegen VfB Stuttgart, letzte Situation. Und das ist dann, die Gruppe lebt, das kann ich euch versprechen, die Gruppe lebt und die zeigt es jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Und gestern haben wir es dann auch zum Abschluss nochmal gebracht in diesem Kalenderjahr. Und so erlebe ich die Jungs jeden Tag. Wir haben ja jetzt in den zurückliegenden Wochen viel davon gesprochen, wie gezeigte Leistung nicht übereinstimmt mit dem Ertrag. Wie fällt deine sportliche Bilanz bisher aus jetzt nach diesen 14 Spielen?
Ja, ich finde, dass man uns ansieht, was wir spielen wollen. Das ist erstmal das Wichtigste. Ich glaube, dass jeder Einzelne im Stadion oder auch auf dem Trainingsgelände, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, dass sie, glaube ich, schon ein Bild davon bekommen, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen, dass wir uns in kleinen Teilbereichen, das, was ich schon gesagt habe, verbessern müssen, das ist klar. Und das, was uns dann auch einige Punkte gekostet hat, aber ich finde, was den Weg betrifft, was auch den Verein betrifft, finde ich, was die Mannschaft betrifft, sind wir auf einem sehr guten Weg mit dem Wissen. Und glaub mir, es soll keiner auch nur ansatzweise das Gefühl haben, wir reden hier irgendwas schön und klopfen uns auf die Schulter. Wir ärgern uns wie die Sau, wenn wir Spiele verlieren. Wir ärgern uns wie die Sau, wenn wir zu viel Unentschieden spielen. Aber ich finde, was die Entwicklung angeht, was die Identität angeht, auf dem Platz und außerhalb des Platzes, finde ich, dass wir da schon was entwickelt haben, mit dem Wissen immer weiter dran zu schrauben, um besser zu werden. Gib uns noch einen kurzen Einblick, was steht jetzt die nächsten Wochen noch an, bis Weihnachten? Ja, wir haben jetzt Mittwoch, Donnerstag ist Leistungsdiagnostik, einfach dann auch nochmal zu überprüfen, was Fitnesszustand angeht, um dann auch die nächsten 3 Wochen sinnvoll zu nutzen. Und dann werden wir bis 8. Dezember werden wir durchtrainieren, haben das ein oder andere Testspiel dann auch hier nochmal vor Ort. Und dann haben wir frei bis zum 2. Januar. Muss ich aber keiner Gedanken machen. Frei bedeutet nicht, dass dann nur 3 Wochen alle auf der Couch rumliegen oder irgendwo am Strand, sondern frei bedeutet dann auch, dass individuelle Pläne verteilt werden, dass wir dann am 2.1. dann gezielt wieder starten können, dann Blickrichtung dann VfL Bochum. Genau, und da geht es am 21. Januar dann für uns wieder weiter. Was sind für dich die Aufgaben für die 19 Bundesligaspiele, die noch ausstehen? Ja, erstmal glaube, dass wir uns allem klaren sein müssen, dass in der Situation, wo wir sind, was Woche für Woche Spiele betreffen, dass wir uns völlig frei machen sollten. Und glaube, das ist wichtig für uns alle, völlig frei machen sollten, was andere Mannschaften, was andere Vereine am Wochenende veranstalten, sondern ganz klar den Blick auf uns zu richten ist, den Blick, in welcher Stimmungslage wir in die Spiele reingehen. Und so werden wir das angehen, vom ersten Tag an jetzt wieder gegen VfL Bochum mit dem Wissen, mit unserer Überzeugung, wie wir Fußball spielen wollen, so mit unserer Art, wie wir verteidigen wollen, wie wir offensiv spielen wollen. So, und so wird es Woche für Woche vonstatten gehen, immer die glasklare Richtung zu haben, Woche für Woche Leistung abzurufen, aber sich nicht, und das ist wichtig für uns alle, sich nicht ablenken lassen, was auf anderen Plätzen oder in anderen Vereinen passiert, weil es ist der Klassiker, du kommst zum Ende der Saison hin und dann guckst du nur noch, was die anderen Vereine veranstalten, sondern einfach das durchziehen, komplett bei uns bleiben und dann bin ich überzeugt davon, dass wir dann Ende Mai dastehen, wo wir hingehören. Dankeschön. Sorry. Alles gut. Okay, alles klar. Gibt es abschließend gefragt noch irgendwelche Wünsche zum Jahresende von dir? Ja, ich wurde gestern bei der Pressekonferenz war das, glaube ich, vor dem Spiel, am Donnerstag war das gefragt, was mein größter Wunsch ist. Und mein größter Wunsch ist ehrlich gesagt gestern in Erfüllung gegangen, weil das, was wir jeden Tag geleistet haben, alle, und das heißt nicht nur Cheftrainer oder Spieler, sondern alle gemeinsam hier, auch Zuschauer, Zuschauerinnen, war der größte Wunsch überhaupt, gestern mit so einem Gefühl rauszugehen. Und das, was wir veranstalten, und das sagen wir unseren Jungs auch immer, das, was wir veranstalten, ist, das eine ist, klar, Siege einfahren, um einfach für uns die Bestätigung zu haben, aber einfach auch euch dann nach dem Spiel nach Hause zu schicken mit einem guten Gefühl, mit einem glücklich zu sein, heute Morgen sich hier wieder zu treffen und einfach fröhliche Gesichter zu sehen. Und ich glaube, darum geht es am Ende auch in unserem Sport, dass wir alle mitnehmen, zwischendurch mal leiden müssen, das gehört leider auch dann im Fußball dazu, aber alle das Gefühl zu haben, ey, wir gehören zusammen, der glasklare Weg ist da und der größte Wunsch ist gestern in Erfüllung gegangen. Und was das Familiäre betrifft, wie alle gesund, gut ins neue Jahr reinkommen, frohes Weihnachtsfest, auch wenn es sich ein bisschen komisch anhört, wenn wir es am 13. November sagen, aber so wird es dann wahrscheinlich sein. Absolut.
Und ich denke mal, wir wünschen uns alle auch die Stimmungsexplosion, die wir erlebt haben im Olympiastadion beim Spiel gegen den FC Schalke oder auch ja, jetzt gegen Köln. Ja. Total. Also auch nicht nur das Spiel jetzt, aber auch, also ich spüre jeden Tag, was ich fühle, unfassbar. Und ihr würdet es merken, wenn ich anders fühlen würde, definitiv die Leute, die mich jeden Tag sehen. Aber das ist Wahnsinn. Und ich habe es eingangs schon gesagt, wenn du als Außenstehender reinkommst und guckst du auf den Club, denkst du, Krisenprobleme, nur Theater. Aber wenn du drinnen bist, fühlst du es wirklich nicht so. Und das ist groß. Sehr gut, Sandro. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für den Auftritt hier. Herr Dr. Lenfer, vielen Dank. Sandro Schwarz. Muss ich wieder runter? Ja. Achso, okay. Zweierlei. Einmal das fachlich-sachliche, was ihr aus den Jahren davor immer kennt, und einmal noch so ein bisschen zu dem, wie ich das einschätze, sozusagen nach 140 Tagen. Eigentlich wollten wir schön geplant zu 100 Tagen neuer Präsidentschaft eine wunderschöne Medienrunde machen. Die hatten wir auch fest geplant. Wir hatten von allen Beteiligten auch die Zusage und die ist dann aber ein bisschen dem Artikel der Financial Times zum Opfer gefallen, sodass wir uns dafür entschieden haben, Ruhe, Sachlichkeit, Inhaltlichkeit nach vorne zu stellen und nicht, weil es, wie ich finde, nicht um mich geht und nicht um die 100-Tage-Runde, sondern da war die Ruhe für Hertha wichtiger, dass wir uns dann dafür entschieden haben, die Medienrunde abzusagen. Von daher würde ich das heute gerne in einem kleinen Resümee ziehen, von wegen 140 Tage in diesem Amt. Aufregend, es fühlt sich an wie 360 Tage gefühlt, wenn ich das wahrnehme in dem, was alles passiert ist, dann ist es eher gefühlt ein Jahr als 140 Tage. Ich muss aber nochmal sagen, dass ich mich bedanken will bei den Kollegen in den Gremien, in den Ämtern, in der Geschäftsführung, weil ich überall mit offenen Armen empfangen wurde und nirgendwo einer stand und hat gesagt, dich wollen wir nicht, geh weg, du hast keine Erfahrung, du hast nicht das nötige Fachwissen, du weißt gar nicht, wie das geht, sondern ich wurde mit offenen Armen empfangen und das war ein Miteinander. Und dadurch, dass es ja im Vorfeld durchaus ein bisschen polarisiert hat, kann der das, ist der Ex, ist der nicht Ex, ist der Ultra, ist er nicht Ultra, steht er für den Verein. Ich glaube, ich habe vor 140 Tagen gesagt, wir müssen diesen Verein einen, wir müssen ein Miteinander hinbekommen, wir müssen ein Wir-Gefühl erzeugen. Und ich finde, dass wir das bravourös gemeinsam zusammen geschafft haben, dass dieser Verein... dass dieser Verein ein Stück nahbarer geworden ist, dass dieser Verein ein bisschen demütiger geworden ist in seiner Kommunikationsform und dass dieser Verein in seiner Zusammenarbeit mit den Gremien auch ein ganz anderes Miteinander hat. Und dieses Wir und dieses Wir Herthaner, diesen Aufbruch, dieses Grundgefühl des Zusammenseins, der Gemeinschaft, dessen, was ein Verein ausmacht, das ist die Grundlage von allem anderen. Wenn wir das jetzt nicht hätten, bräuchten wir gar nicht über die nächsten Schritte nachdenken, sondern das ist die Grundlage, damit wir erfolgreich in der Zukunft zusammenarbeiten können. Und ohne das wird es nicht gehen. Und von daher nochmal einen Riesendank an die Kollegen, an die Gremien, an die Mitarbeiter, an die Mitglieder, an die Fans. Das ist uns allen zusammen bravourös gelungen. Von daher nochmal vielen Dank. Ich hatte vor 140 Tagen gesagt, Präsidium müssen wir einen. Ich finde, dass das Präsidium durchaus speziell ist. Wenn man sich die einzelnen Personen anguckt, wird man sagen, wir würden uns weder im Urlaub noch in einer Bar noch im Restaurant würden wir uns mit den 7 Personen so treffen.
So schön speziell und unterschiedlich wir aber sind, so sehr eint uns die Liebe zur Hertha. Und das zeigt nicht nur die Präsidiumssitzung, das Miteinander, das zeigt nicht nur den Workshop, den wir gemacht haben, sondern das zeigt das Miteinander, wie wir arbeiten, wie wir uns versuchen, bestmöglichst einzubringen. Von daher Präsidium geeint, Haken dran, würde ich sagen. Danke an die Kollegen, danke lieber Fabian, danke lieber Tim. Lieber Anne, lieber Ingmar, lieber Achim, lieber Peer, ich finde, wir machen einen guten Job. Lasst uns das genauso gewissenhaft weitermachen und miteinander machen. Wir haben die Gremien beruhigt. Wir haben mit dem Aufsichtsrat einen vernünftigen Dialog. Wir haben eine Informationspflicht. Wir haben uns hier jetzt in den Anträgen auch davor bewusst rausgehalten, weil wir aus dem Präsidium ganz klar der Meinung sind, wir sind da zur Neutralität verpflichtet, weil es nun mal unser Aufsichtsorgan ist, wo wir, berlinerisch gesagt, haben, die Klappe zu halten haben, weil sie uns beaufsichtigen und wir uns da nicht einzumischen haben. Das nochmal dazu. Aber auch die Gremien haben wir beruhigt, da haben wir ein Miteinander hinbekommen. Nicht nur die Gremien, sondern auch die Arbeit mit dem Revisionsausschuss, die Arbeit mit dem Vereinsgericht, die Arbeit mit dem Ältestenrat. Die lieben Mitglieder des Ältestenrats sind mir ganz besonders ans Herz gewachsen, weil ihr einen ganz, ganz, ganz tollen Job macht. Können wir nachher gleich noch vertiefen, aber da war relativ oft bei euch, ihr seid wirklich Vorbilder für alle Herthaner, da nochmal vielen Dank. Es ging um Vertrauen aufbauen, um die Mitarbeiter abholen, um auf der Geschäftsstelle auch da ein bisschen neuen Wind reinzubringen. Und auch das war für viele ganz, ganz, ganz neu. Was macht denn das Präsidium da jetzt? Warum seid ihr jeden Tag da? Warum wollt ihr das denn wissen? Warum wollt ihr das denn verstehen? Also uns ging es schon um ein ganzheitliches Verstehen, ein Miteinander. Und ich finde auch da die Mitarbeiter, die wir abgeholt haben, die wir involviert haben, die wir informiert haben, die gehen alle relativ hart auf den Zahnfleisch. Die haben die Pandemie hinter sich. Die haben jetzt, glaube ich, die dritte Mitgliederversammlung innerhalb von 5 Monaten. Vereinsjuristen können mir vielleicht sagen, ob wir das schon mal hatten oder nicht. Auch das ist ja ein Mehraufwand, den sie zu ihrem täglichen Arbeitspensum schaffen. Sprich, die Mitarbeiter, ich bin heilfroh, dass wir gestern gewonnen haben, dass wir heute die Mitgliederversammlung haben und die Leute dann mal ein bisschen sich erholen können, sich ein bisschen restrukturieren können, ein bisschen durchatmen können, aber vor allen Dingen die Akkus wieder voll machen, um dann, wenn Tom und Freddy die Leute alle wieder ins Büro holen, zu sagen, Attacke mit vollen Kräften, aber das haben wir gut hinbekommen. Die Nachfolge Ingo Schiller haben wir geklärt, das Arbeitspapier Tom Herrich, Geschäftsführer Organisation, haben wir geklärt. Den intensiven Austausch mit Sport 5 haben wir gefördert. Das ist relativ schwierig, weil der Markt relativ schwierig ist. Im Moment der Pandemie und den Kriegszeiten sind natürlich nicht alle solventen Partner da draußen, die sagen, jetzt unterzeichne ich mal noch ein Engagement bei Hertha, sondern die versuchen natürlich, ihre Gelder so umzuschichten, dass sie, wenn sie denn betroffen sind, gut durch diese Krise kommen. Der Markt ist wahnsinnig herausfordernd, aber mit den Kollegen von Sport 5 versuchen wir, alles, was nur irgendwie geht, um die Einnahmenseite der Vermarktung positiver zu gestalten. Und natürlich hilft da sportlicher Erfolg ungemein. Aus dem Grillen wurde Döner essen, weil Freddy und Sandro eine Woche vorher schon mit der Geschäftsstelle gegrillt haben. Dann habe ich gesagt, dann müssen wir das ja nicht nochmal machen. Wir sollen ja sportlich bleiben. Von daher gab es kein Grillen, sondern es gab einen Döner für alle. Wir haben in dem 10-Punkte-Plan davon gesprochen, dass wir einen Kommunikationsplan brauchen, dass wir miteinander kommunizieren wollen, dass wir mit den Mitgliedern kommunizieren wollen. Ich finde, auch in der Kommunikation merkt man in den letzten 4 Monaten, dass wir uns auch da verbessert haben. Danke, lieber Max, weil das ist dein Bereich. Und auch ein wichtiger Punkt war Ruhe und Miteinander mit Tenor und Lars Windhorst. Und ja, da kann man sagen, das haben wir 97 Tage geschafft. Dann kam der Bericht der Financial Times. Fairerweise muss ich sagen, kann ich dazu nachher ein bisschen mehr sagen im Bericht des Beirates der e.V., weil das sozusagen jetzt nicht wirklich im e.V.-Bereich zu verorten ist. Dazu später mehr.
Ansonsten habe ich den Kulturwandel angesprochen. Ich habe gesagt, wir sind alles Markenbotschafter, es wird nur zusammengehen. Ich finde auch, das ist uns gelungen, das vorzuleben, das Miteinander, das Hertha in dieser Stadt wirklich eine riesengroße Daseinsberechtigung hat und dass wir miteinander der Verantwortung gerecht werden. Ansonsten hatten wir ein wunderschönes 130-jähriges Fanfest. Natürlich auch pandemiebedingt waren wir so lange nicht mehr auf dem Olympiapark zusammengekommen. Hier muss man aber sagen, dass das in der Vorbereitung eigentlich eine perfekte Schablone war zu dem, wo wir hinwollen, weil es organisiert wurde, Präsidium, Fans, Mitglieder und die Geschäftsführung und die Geschäftsstellenmitarbeiter. Es war ein so großes Miteinander von allen auf den unterschiedlichen Ebenen und den Erfolg hat man, glaube ich, auch gesehen. Ich glaube, es waren alle überrascht aufgrund der hohen Nachfrage, aufgrund der Frequenz, aufgrund der hohen Verweildauer und am Abend floss dann auch noch das Bier relativ toll. Also dieses 130-jährige Fanfest ist so eine typische Schablone, wie ich gerne weiterarbeiten würde, eben mit allem zusammen nach vorne gerichtet. Thema Blindenfußball polarisierte auch auf der letzten Mitgliederversammlung und das Thema Blindenfußball zeigt aber sehr gut, dass wir durchaus eine kleine Behörde sind. Eine Behörde, die sehr zäh ist, die sehr anstrengend sein kann, aber die Behörde ist ein Verein und deshalb sind wir der Verantwortung gerecht worden. Wir haben über die Probleme im Blindenfußball gesprochen, wir haben mit dem Ältestenrat über das Blindenfußball gesprochen. Der Ältestenrat hat sich dem angenommen, hat die Beteiligten eingeladen, hat versucht zu schlichten. Der Ältestenrat hat festgestellt, Schlichtung nicht möglich, weil Konflikt nicht mehr lösbar, weil unterschiedliche Erwartungen sowohl von der Mannschaft wie auch von einer Amateurabteilung nicht erfüllt werden können. Der Ältestenrat empfiehlt, versucht das inhaltlich zu trennen. Also haben wir mit der Geschäftsführung der KGAA gesprochen. Können wir von euch Mitarbeiter bekommen, die sich inhaltlich mit den Blinden beschäftigen, damit wir es nicht aus dem EV-Bereich ausgliedern müssen? Und letztendlich haben wir jetzt zumindest vor 2 Wochen festgestellt, dass wir für alle eine sehr, sehr gute Lösung hinbekommen haben, die den Blindenfußballern gerecht wird, die dem EV gerecht wird und die unserer Verantwortung gerecht wird. Aber es zeigt, wir brauchen manchmal Geduld. Und Geduld mit unserer Berliner Klappe ist natürlich sehr schwierig. Aber Geduld werden wir auch für unseren weiteren Weg brauchen. Das ist klar. Von daher zeigt das Thema Blindenfußball, wir sind der Verantwortung gerecht geworden und wir haben das Problem gelöst und freuen uns jetzt auf eine neue Saison mit mehr Ruhe und mehr sportlichen Erfolgen. Wir haben die Abschiedskultur implementiert. Wir haben sie gelebt, wir haben bisher alle verabschiedet, die verabschiedet werden mussten. 2 verdiente Herthaner werden wir im Frühjahr noch nachholen, das ist Paul Dardai und Zecke Neuendorf und glaubt mir auch, das fällt mir nicht leicht, weil es natürlich 2 verdiente langjährige Herthaner sind. Aber es ist so, wie es ist. Abschiedskultur heißt aber auch, wir erinnern uns an die MV im Mai, wo Thorsten Manske aufgestanden ist und den Saal verlassen hat, wo Werner Gegenbauer vorher zurückgetreten ist, wo Jochen Sauer hinterher zurückgetreten ist. Sprich, 3 Herthaner, die im Ehrenamt über lange Jahre sich für Hertha verdient gemacht haben. Auch da haben wir mit Absicht nicht gesagt, wir verabschieden sie, weil sie sind ja weiterhin Herthaner, sie sind ja weiterhin Mitglied, sie sind ja weiterhin im Schoß dieser Familie. Von daher werden wir sie wahrscheinlich in der Mai-MV zumindest nochmal für das, was sie getan haben, ehren, um jetzt so ein bisschen Luft und ein bisschen Zeit ranwachsen zu lassen. Aber auch da gibt es ein Miteinander, was, glaube ich, der Abschiedskultur gerecht wird. Und ansonsten haben wir einmal die Vereinssprache in Du gewandelt, weil wir finden, wir sind Vereinskameraden, wir sind Sportskameraden. Und wir duzen uns.
Wir haben Bäume gepflanzt, wir sind Fahrrad gefahren. Auch das waren keine Maßnahmen, wo es um mich ging, sondern es ging immer um dieses Wir-Gefühl als Grundlage für alles Weitere. Und da bin ich der Meinung, das habe ich vorhin schon mal gesagt, das haben wir ganz fantastisch hinbekommen, im Sinne von die Aufmerksamkeit auch aus dem anderen Bundesgebiet, was ist da jetzt passiert, wie machen die das jetzt, wie gehen die miteinander um, glaube ich, hat uns auch da nochmal in einem anderen Licht dastehen lassen. Und jetzt würde ich gerne den Billy bitten, einmal die eine Folie der Kernziele aufzumachen, weil das ist sozusagen etwas, woran wir uns messen lassen wollen im Präsidium. Wir sind mit den Kollegen relativ schnell in einen Workshop gegangen und haben uns mal 2 Tage eingeschlossen und haben uns für uns erarbeitet, woran wollen wir denn gemessen werden? Was soll hinterher besser werden? Woran wollen wir wirklich gemessen werden? Und da steht natürlich ganz oben die Wirtschaftlichkeit. Ihr habt die Zahlen alle höchstpersönlich mitbekommen. Das umzudrehen, diese Erblast umzuwandeln in etwas Positives, wird die Mammutaufgabe sein. Aber auf der anderen Seite ist es die große Chance, aus der Not eine Tugend zu machen, uns auf eine der besten Nachwuchsakademien in diesem Lande zu beziehen, die wir in unserem Verein haben, und daraus mit unserer Profimannschaft eine wirkliche Symbiose zu bilden, sagen, wir haben gar keine andere Chance, als die Nachwuchsarbeit zu intensivieren, zu monetarisieren, aber auch in die Profimannschaft zu überführen. Da sei ein Hinweis erlaubt, wir schwächeln seit Jahren so ein bisschen mit den Spielen unserer Jugend, ob es die U19 ist, die U16 oder die U23. Ich finde, wenn wir für uns nachher sagen, diese Jugend ist unsere Zukunft, diese Jugend ist Hertha BSC, dann doch bitte mein Appell an euch, kommt in den Olympiapark und lasst uns die Jugend unterstützen, lasst uns da sein, lasst uns den Spielen beiwohnen. Sportlich stabilisieren. Sandro hat es vor uns gesagt, wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Ihr seht, dass die Spielkonzeption greift, ihr seht, dass es ein anderes Bild auf dem grünen Rasen ist. Und ja, die Mannschaft hat da noch viel Luft nach oben. Wir können noch mehr erreichen, es kann noch mehr der Funke überspringen in diese Stadt, in dieses Stadion. Ich habe aber vollstes Vertrauen nicht nur in den Menschen Sandro, sondern auch in den Übungsleiter Sandro, weil ich ihn tagtäglich erlebe und er mit Freddy zusammen ein tolles Team ist, dem ich 100%ig vertraue. Wir wollen die Satzung optimieren, nicht des Optimierens wegen, sondern weil wir finden, dass die Satzung neben der Mitgliederversammlung das allerhöchste Gut ist. Die Satzung ist unsere Bibel, die Satzung ist das, was uns vorgibt, wie wir uns zu verhalten haben, an welche Regeln wir uns zu halten haben. Und die Satzung ist in ein paar Punkten nicht ganz klar. Sie hat in ein paar Punkten, da wird mir Dr. Lempfter vielleicht recht geben, den Interpretationsspielraum, der dann natürlich wieder zu Streit, Konflikt oder gegenseitigen Bewertungen führt. Wir würden uns wünschen, in einer Satzungskommission mit euch die Satzung klarer zu machen und besser für Hertha BSC. Thema Stadionneubau. Wer kann es nicht mehr hören? Okay. Thema Stadionneubau. Sind wir das erstmalig in einer Lage, dass wir die politische Willensbildung und die politische Unterstützung der Senatorin Spranger haben, die sagt, ich will dieses Stadion. Und mit dieser politischen Unterstützung sind wir seit einem Monat in einem Expertenausschuss des Senates Berlin. Tom Herrich und meine Person sitzen da drin. Da sind alle Denkmalbehörden, Fachbehörden, untere Baubehörde, der Liegenschaftsschutz, die Denkmalschutzbehörde. Da sind alle Behörden drin, die die grundsätzliche Machbarkeit des Stadionbaues im Olympiapark prüfen. Und das bis nächstes Jahr Sommer, sodass wir davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr Sommer Klarheit haben. Was sagen die Ämter, was sagen die Behörden? Ist es möglich, dass wir unser Wohnzimmer, unseren Traum von einem engen
nahen Fußballstadion im Olympiapark realisieren können. Das wissen wir im Sommer. Von daher auch da noch ein bisschen Geduld. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Wir haben Lütke Dahltrup, der auch den BER zum Fliegen gebracht hat. Von daher nehme ich das mal als gutes Omen, dass Lütke Dahltrup uns auch hilft, unseren Traum vom eigenen Stadion im Olympiapark zu verwirklichen. Das Stadionerlebnis. Könnt ihr euch vorstellen, hier sitzt Fabian aus der Kurve, Kai aus der Kurve. Stadionerlebnis ist für uns ein Teil dessen, was es ausmacht, wo wir als Verein aber auch unsere wöchentliche Visitenkarte abgeben, in dem, wie wir mit den Leuten umgehen, wie wir sie begrüßen, wie wir sie bekatern, wie wir sie nach Hause schicken. Es ist immer wieder Woche für Woche unsere größte Visitenkarte, die wir haben, die Leute emotional an diesem Verein zu binden. Und auch da haben wir noch ganz viel Möglichkeiten, uns zu verbessern, ob es die Bier-Express-Stände sind, ob es die Kartenpreise sind, ob es die digitalen Karten sind, ja, nein. Wir haben ganz viele Erwartungen, denen wir gerecht werden wollen. Wir wollen, dass wir spielen noch wahrscheinlich bis 2029 im Olympiastadion und das wollen wir aber weiterhin optimieren und am besten so wie gestern mit 60.000, weil dann ist es eins der schönsten Stadien der Welt. Wir wollen uns daran messen lassen, für was steht Hertha BSC? Für diese Verantwortung, für diese tolle Kurve, für ein Spielverständnis. Daran wollen wir uns messen lassen. Und wir wollen uns daran messen lassen, ob es uns gelungen ist, weil wir das im Präsidium als wichtig erachten, Frauenfußball zu etablieren. Dazu später. Dazu später auch ein Antrag, den wir aus dem Präsidium sehr befürworten, weil wir finden, dass es jetzt Zeit ist, mit Frauenfußball durchzustarten und wir einen riesengroßen Vorteil haben. Wir sind die Letzten, die starten, wenn man mal die Bundesligisten nimmt, aber das gibt uns einen riesen Vorteil. Wir brauchen die Fehler der anderen nicht nochmal machen. Und ansonsten ein Ziel neben der Kommunikation, ja, wir versuchen alles, um den Maulwurf oder das Durchstechen von Informationen zunehmend zu unterbinden. Und ich kann sagen, es ist uns auch jetzt in den 4 Monaten schon gelungen, weil es ganz viele Dinge gab, die eben nicht nach außen gedrungen sind. Und ja, es gab leider immer noch 1, 2, 3 Dinge, die nach außen gedrungen sind. Das ist unsäglich, das ist nicht gut, das macht es auch von der Arbeit nicht einfach. Und wir wollen ja ehrlich miteinander umgehen und wir wollen transparent kommunizieren. Und wenn wir das in den Gremien machen, brauchen wir da eine höhere Verlässlichkeit der Verschwiegenheit, um das noch konsequenter hinzubekommen. Ich verstehe auch das Interesse der Medien und der Vertreter der Presse, dass das ihr Job ist, die Informationen zu besorgen und dass es ihr Job ist, das nach außen zu bringen. Wir versuchen es euch so schwer wie möglich zu machen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. So, und dann würde ich euch kurz nur noch mal, weil es wahrscheinlich auch so noch nicht gemacht würde, auf der nächsten Folie, lieber Billy, den Verantwortungsbereich des Präsidiums mal aufzeigen, wie wir uns aufgeteilt haben, wie wir uns in den Ausschüssen organisiert haben. Das ist das Fachressort, der Personalausschuss, da sitzt der Präsident drin und der ist der Vorsitzende, da sitzt der Vize drin und da sitzt Tim Kauermann drin. Da gehen wir Personalentwicklung, Organisationsformen und Personalverträge durch. Wir haben den Fachressort Finanzen angeführt von Tim Kauermann, begleitet von Anne Jüngermann, Permok Stürmer. Die kümmern sich dort um Themen wie Compliance, Governance, Gold, Else. Auch das ist aus unserem Workshop heraus teilweise schon erledigt, weil der Prozess Gold-Else schon erledigt ist und das Gute in die tägliche Arbeit implementiert wurde und der Rest on hold ist. Aber auch da, das VIP-Partnerprogramm ist für uns ein Thema, was natürlich finanztechnisch total Sinn macht. Wir haben den Fachressort-Mitgliederausschuss, geleitet von Permok Stürmer,
Achim Bläsig, Anne Jüngermann, Ingmar Piering, die kümmern sich um Fan-Mitgliedergewinnung, um die Arbeitsgemeinschaft Fans, die Partnerstädte. Ich bin in einer Zeit dazugekommen oder bin Mitglied und Fan geworden, da gab es sozusagen die Intensivierung der Partnerstädte, da gab es Strausberg, da gab es Neuruppin, da gab es die Jüterburger Jungs, die immer noch gekommen sind. Ich glaube, da haben wir ganz viel Nachholbedarf, da wieder ein bisschen was zu intensivieren. Wir merken es am Zuschauerschnitt der letzten Jahre. Brandenburg lässt ein bisschen nach. Die können wir wieder aktivieren. Das wollen wir in dem Bereich machen. In dem Bereich auch die Stiftung mit involviert. Und wir haben nach wie vor natürlich mit der Stiftung und mit Herrn Schippers natürlich den Wunsch, irgendwann mal über ein Museum nachzudenken. Wenn wir ein neues Stadion bekommen, kann man das wunderbar miteinander verbinden. Wir versuchen aber auch jetzt schon zu gucken, wo kann man Elemente, die jetzt schon bei Frank, dem Archivar sind, wie können wir sie ausstellen, wie können wir sie den Mitgliedern zuteilwerden lassen. Da ist Ingmar mit dran. Ansonsten der Fachressort Fußball und Fabian und Anne geht relativ klassisch der Geschäftsordnung nach. Das ist Fabi, wirst du was dazu sagen? Zu deiner relativ klassisch, dass wir gucken. Das sind ganz kleine Themen wie Trikotsätze. Im Moment wissen wir, dass die eine oder andere Mannschaft noch mit Teddy rumläuft. Die eine oder andere Mannschaft mit der Deutschen Bahn haben wir auch noch gesehen. Wir versuchen alles, um letztendlich auch da eine einheitliche Kleidung hinzubekommen, dass die von der Amateure 2 bis zu den Ü-Mannschaften, dass wir ein einheitliches Auftreten miteinander haben. Da sind wir dran. Und ansonsten haben wir noch ein paar Sonderthemen. Berliner Fußballverband haben wir natürlich eine Verantwortung. Auch da sitzt der Vize mit drin. Wir haben eine lange Historie mit der Bundeswehr, nicht nur durch unsere Gremien, sondern auch durch unsere Pfarrer. Da machen wir einen tollen Job. Das wird gepflegt weiterhin von Ingmar. Hier haben wir noch das Thema Nachhaltigkeit, E-Sport, Ansprechpartner für die Abteilungen haben wir neu gemacht, sodass die Kollegen, wenn sie dann Probleme haben, Tischtennis, Boxen, Kegeln und nicht weiterkommen, nicht bei mir anrufen oder bei Fabi, sondern die rufen bei Achim an, weil wir Achim am längsten kennen und Achim kann dann relativ schnell versuchen, eine Problemlösung herbeizuführen. Und ansonsten sehen wir hier beim Präsident noch ein paar Aufgaben wie CSR, völlig klar, Marketing, Kommunikation, die Verantwortung in der Sportmetropole, den Beteiligungskongress, den haben wir im Zuge meiner Wahl schon mal gemacht. Es ist ein dringendes Bedürfnis von mir, von uns, vom Präsidium, von der Fanbetreuung, von der Mitgliederbetreuung, das zu wiederholen. Da werden wir gucken, wie wir das hinkriegen im neuen Jahr. Ansonsten steht hier natürlich Tenor als, das ist mein Verantwortungsbereich, mit den Kollegen zu sprechen, die Aufsichtsratsgremienkommunikation und mein Platz in der Stadion-Expertenkommission sowie der Austausch mit der Geschäftsführung. Damit ihr mal einen kleinen Einblick habt, wo wir uns, jetzt kommt es wieder, im Ehrenamt versuchen tagtäglich einzubringen, in welchen Bereichen wir unsere Verantwortung sehen und wie wir das mit dem Präsidium tagtäglich leben, machen und vorantreiben und wir natürlich auch in unseren Präsidiumssitzungen übers Protokoll versuchen, da eine Stringenz reinzubekommen, dass wir die Themen nicht außer Acht verlieren. So, bevor ich zu viel erzähle, weil ich könnte auch noch 3 Stunden erzählen, würde ich sagen, gehen wir in den Talk und freuen uns auf ein paar Fragen von dem lieben Max. Bitte zuerst an Fabi, dann kann ich trinken. Okay, vielen Dank Fabian, vielen Dank Kai. Fabian, ja, vielleicht kannst du, wenn wir ein bisschen zurückblicken noch auf die Phase zwischen den vorangegangenen beiden Mitgliederversammlungen im Mai und Juni, als es das Rumpfpräsidium gab mit nur 4 Mitgliedern. Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen und beschreiben, was in der Phase wie gelaufen ist, wie ihr es angegangen seid und welche Weichen ihr da gestellt habt. Naja, letztlich standen wir nach der letzten Mitgliederversammlung im Mai, Ende Mai 2022, standen wir da und haben dann relativ schnell festgestellt, wir sind sehr, sehr wenige geworden. Wir bestanden aus 4 Leuten und unsere dringlichste Aufgabe bestand darin, die Wege zu bereiten, dass das Präsidium wieder befüllt wird, dass wir einen neuen Präsidenten bekommen, dass ein neuer Vizepräsident gewählt wird und dass wir wieder mehr als 4 Mitglieder im Präsidium haben. Das heißt, unsere vorderste Aufgabe bestand darin,
die außerordentliche Mitgliederversammlung vorzubereiten und einzuberufen. Und im Wesentlichen haben wir halt die Geschäfte geführt, die zwingend notwendig waren, um den laufenden Betrieb sowohl im e.V. als auch in der KGaA zu gewährleisten. Wie empfandst du diese Phase, den Zusammenhalt, das Vorgehen im Sinne von Hertha BSC in dieser Phase und wie fühlst du dich heute in dem vollbesetzten Präsidium? Ich muss wirklich sagen, diese Zeit im Rumpfpräsidium war sehr intensiv, aber auch zusammenführend. Das war schon mit uns Vieren, so unterschiedlich wie wir alle sind, war das eine Zeit, die schon den Weg bereitet hat, wie die Kultur im jetzigen Präsidium gelebt wird. Jeder von uns hatte bekanntermaßen ja durchaus andere Vorstellungen, wie die personelle Besetzung des Präsidiums und des Präsidentenamtes in Zukunft aussehen sollte. Aber da haben wir unsere persönlichen Empfindlichkeiten alle komplett für das Wohl des Vereins zurückgestellt. Wir haben auch offen über die Situation gesprochen. Wir sind da alle offen miteinander umgegangen und haben gesagt, also letztlich das eine ist das, worüber wir uns Gedanken machen in der Zukunft. Aber jetzt geht es um das Wohl von Hertha BSC. Da haben wir alle an einem Strang gezogen, haben wunderbar zusammengearbeitet. Da auch nochmal meinen ganz herzlichen Dank an Anne, Peer und Ingmar für diese Zeit. Und im Nachgang haben wir uns auf der dann konstituierenden Sitzung noch einmal ausgesprochen und haben gesagt, wir werden jetzt auch alle zusammen, wie Kai schon sagte, so unterschiedlich, wie wir alle untereinander sind, unsere persönlichen Empfindlichkeiten alle immer hinten anstellen, denn in vorderster Front, wollte ich schon sagen, das passt aber im Moment nicht, deswegen entschuldige ich mich jetzt schon dafür. Also es darf immer nur um das Wohl des Vereins gehen und persönliche Empfindlichkeiten stehen da hinten an und im Sinne des Vereins werden wir alles tun, dass es jetzt wieder vorangeht. Und Kai, du hast das ja auch schon damals sehr deutlich gemacht, dass das ein großes Ziel von dir ist. Jetzt bist du 140 Tage im Amt. Sandro hat eben auch schon den Blick beschrieben. Das eine ist die Außensicht, ja, wenn man sich mit Hertha beschäftigt, der Blick von außen. Und dann kommt der Blick von innen, das Leben bei Hertha BSC. Wie fühlen sich die 140 Tage Präsidentschaft für dich an? Das hast du eben schon so ein bisschen ausgeführt. Aber wie sind deine Empfindungen im Vergleich außen und innen? Die sind wahnsinnig vielfältig, weil ich finde, dass jeder, oder ich persönlich kann ja nur von mir sprechen, auch in einer relativ segmentierten kleinen Bubble sich befindet und sich umgibt. Und was jetzt die 140 Tage bei mir wirklich nochmal ein Momentum hervorgebracht haben, ist dieses, wie vielfältig sind wir, wie viele Leute engagieren sich für Hertha, wie viele Leute sind da draußen wirklich Markenbotschafter und wie bunt und vielfältig sind wir. Das war mir aus meiner beschränkten Bubble so vorher nicht bewusst, dass es wirklich so groß, so vielfältig, so bunt, so toll mit einem sozialen Engagement behaftet ist. Kann man sagen oder kannst du sagen, du bist in diesem Präsidentenamt angekommen? Und wenn ja, wie lange hat es gedauert? Ich würde sagen, ich bin angekommen und es ist noch nicht verarbeitet, es ist noch nicht im Kopf wirklich gesetzt, weil dafür ist es noch zu wenig Zeit des Innehaltens, des Reflektierens, sondern es ist halt eher eins der Verantwortung in dem Amt gerecht werden und von Aufgabe zu Aufgabe springen. Aber ich finde, ich bin in dem Amt angekommen und das so ein bisschen nach 97 Tagen, nach dem ersten kleinen großen Gegenwind, wo es sich dann doch noch mehr als ich bin hier richtig und es ist gut so, dass ich da bin, hat sich dann bei mir so breit gemacht. Bevor wir dann jetzt gleich den Kreis hier erweitern um die vier Abteilungsleiter, vielleicht abschließend nochmal für dich die Frage jetzt auch mit dem Blick nach vorne. Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, die sich jetzt stellen? Für mich sind es genau die eben genannten. Wir müssen wirtschaftlich konsolidieren, wir müssen wirtschaftlich umdenken, wir müssen die Akademie und das, was wir an Nachwuchsleistungszentren haben, professionalisieren und ganzheitlich leben. Wir müssen die Stadionfrage klären, wir müssen das Thema Frauenfußball klären und auf die Beine bekommen und müssen im Wir bleiben, indem wir miteinander einig, geduldsam diesen Weg kontinuierlich gehen. Also langweilig wird es nicht? Nee, auf keinen Fall. Das können wir festhalten an der Stelle. Dann darf ich gerne, vielen Dank erstmal euch beiden.
Hat zunächst mal Tom Herrich das Wort, weil beim Blick auf die Finanzen, glaube ich, macht es Sinn, wenn wir das ein bisschen erstmal separieren, bevor es dann an die Fragen geht. Tom, bitte. Ja, vielen Dank, lieber Herr Thaner. Ja, es ist ja schon viel jetzt gesprochen worden über die Zahlen. Zu Beginn unseres Berichtes wollen wir über den Jahresabschluss der letzten Saison berichten, zum 30.06.2022. Und vielleicht zwei, drei erklärende oder einordnende Sätze vorneweg, bevor ich dann in die Gewinn- und Verlust- und Bilanz gehe. Das ist eine herausfordernde Situation, es ist beschrieben worden. Wir haben in dem zurückliegenden Geschäftsjahr erneut das erhebliches negatives Betriebsergebnis von 79,8 Millionen erzielt, was unser Eigenkapital entsprechend reduziert hat. Diese Entwicklung wurde in vergangenen früheren Geschäftsjahren insbesondere durch eine gewisse Expansionsinvestitionspolitik, aber auch Investitionen in die Lizenzmannschaft in den vergangenen Transferperioden, also auch vor Corona erzielt. Und da gehen ja immer einher auch Arbeitsverträge, die länger laufen, die den Handlungsspielraum allerdings, vor allen Dingen für den Kollegen Bobic, entsprechend einschränken. Erhöhte Personalaufwendungen gehen damit einher und natürlich zwei Jahre oder mit Corona, die erhebliche Einnahmeverluste für uns bedeuteten. Dazu sind Ableitungen und notwendige Maßnahmen notwendig. Das ist vorhin schon angesprochen worden. Kai Bernstein hat es die Woche auch schon gesagt. Es bedarf einer umfangreichen wirtschaftlichen Konsolidierung. Das geht nur zusammen. Gemeinsam ist vorhin oft genannt worden und das ist in der Tat so. Das geht nur gemeinsam in der Geschäftsführung, zusammen mit dem Präsidium, mit einem klaren Plan, einem klaren Weg, den wir haben, den wir in den nächsten zwei bis drei Spielzeiten verfolgen werden. Und daran können Sie uns auch messen. Wir müssen Kosten in allen Bereichen reduzieren, Erlöse steigern. Das klingt jetzt so einfach nach dem Minimax-Prinzip und so schwer ist es zugleich. Aber in allen Bereichen heißt eben auch nicht nur im Personaletat der Profis, sondern in allen anderen Bereichen. Ohne jetzt hier Angst zu schüren, sondern es muss ein anderes Bewusstsein, ein anderes Kostenbewusstsein herrschen. Das ist auch schon angesprochen worden. Und wir müssen darüber hinaus als ordentliche Kaufleute auch sämtliche Finanzierungsmöglichkeiten, sowohl Eigen- als Fremdkapital, auch entsprechend prüfen. Jetzt würde ich in die Gewinn- und Verlustrechnung einmal einsteigen, um Ihnen die wesentlichen Punkte zu erläutern. Wir haben auf der Ertragsseite 146,5 Millionen Euro Umsatzerträge erzielt. Das sind im Wesentlichen der Spielbetrieb mit 7,2 Millionen Euro, der im Verhältnis zur Vorsaison natürlich wieder angestiegen ist. Ja, allerdings hatten wir auch in 2021/22 in der abgelaufenen Spielzeit 4 Spiele ohne Zuschauer, 11 Spiele mit begrenzter Kapazität und 4 Spiele ohne Beschränkungen. Jetzt sind wir ja Gott sei Dank wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt, sodass wir auch da in diesem Bereich wieder an die Zahlen vor Corona, die immer über 12 Millionen lag, kommen werden. Werbung, Handel 28,9 Millionen, das ist das ganze Thema Sponsoring, Werbung, aber auch Handel, Merchandising. Da sind wir ebenfalls jetzt im laufenden Spielzeit wieder zum Normalbetrieb zurückgegangen und das war natürlich in der letzten Saison ebenfalls durch die Zuschauer entsprechend beeinflusst. Also die fehlenden Zuschauer, wie eingangs gesagt. TV-Hörfunk, große Position mit 54,6 Millionen. Da haben wir uns im Verhältnis zum Vorjahr verschlechtert. Es liegt aber vor allen Dingen an dem Vertragszyklus der Ausschüttung des TV-Vertrages. Ab 2021/22 sind die Ausschüttungen im ersten Jahr des Zyklus stets niedriger, als das letzte Jahr des Zyklus es vorsieht. Auch da sind wir in der TV-Geldrangliste etwas abgerutscht. Waren wir noch in 2021 auf Platz 8. War das letzte Saison Platz 10, derzeit sind wir auf Platz 13. Transfererlöse mit 46,8 Millionen, das ist eine fantastische Zahl an sich betrachtet. Wir haben hier wahnsinnige Transfers getätigt. Hier sei zu nennen die Spieler Kunja, Cordoba, Meier, Netz. Gleichzeitig hat sowas natürlich dann immer aber auch mit hohen Restbuchwertabgängen zu tun. Verwaltung U23, U29. Das sind unterschiedliche Positionen, die da bei 9 Millionen zusammengefasst sind, wie Geldwerter, Vorteil, Public Catering, aber auch Abstellungsgebühren,
unserer Nationalspieler, auch Jugendnationalspieler, die da in Betracht kommen. Kommen wir auf die Aufwandsseite der Gewinn- und Verlustrechnung. Der Personalaufwand ist mit Sicherheit der größte Position mit 97,7 Millionen. Das beinhaltet nicht nur den Personalaufwand des Spielerkaders, sondern komplett Verwaltung, Geschäftsstelle, Amateurbereich. Darin sind aber auch sämtliche Abfindungen enthalten für ehemalige Trainer und auch Geschäftsführer. Spielaufwand mit 25,2%, da konnten wir uns, auch da ist die Position höher geworden durch den teilweisen Rückkehr der Zuschauer, stiegen natürlich auch die Kosten für den Spielbetrieb. Da mal vielleicht einige Beispiele zu nennen, damit Sie sich ein Bild machen können, um was da geht. Da geht es um die Miete des Stadions, Bewirtung, VIP-Catering, Verbandsabgaben, Kooperationsvertrag auch mit dem e.V., medizinische Betreuung, eben alles, was vonnöten ist für den Spielbetrieb. Sachaufwand mit 8,7, da ist die größte Einzelposition die Provision an unseren Vermarktungspartner Sports 5, aber dann auch Marketingaufwendungen und sämtlicher Materialaufwand ohne Handel. Transferaufwendungen im Zusammenhang mit Transfers fallen dann auch immer Aufwendungen für Spielervermittler an, die hier den Großteil ausmachen, aber auch Aufwendungen für Scouting, Spielanalyse und Ausleihgebühren. Kommen wir zu Verwaltung, Vereinszentrum, Handel, Sonstiges. Das ist stabil geblieben mit 10,5 Millionen in etwa. Da geht es um Sachkosten und Wareneinkauf eben für Merchandising, Fanartikel und der Verwaltungsaufwand inklusive Mieten, Kfz, Beratung, Versicherung, alles, was damit einhergeht. Sachaufwand der U23, U19 durch die Wiederaufnahme des Spielbetriebs stiegen auch die damit verbundenen Aufwendungen der Amateur- und Jugendmannschaften. Zinsen, Steuern mit 2 Millionen, glaube ich, das erklärt sich von selbst. Und dann kommen wir den großen Punkt Abschreibungen und Restbuchwerte mit 64,6 Millionen. Das ist ein Grund für das auch negative Betriebsergebnis, weil hier enorme Abschreibungen zu verzeichnen sind mit 39,9 Millionen, aber auch Restbuchwerte in Höhe von 24,7, die eben durch diese Transfers der Spieler Cunha und Cordoba zu verzeichnen sind und die aufwandsseitig erfasst werden. An der Stelle schon mal so viel, dass die in den drei folgenden Spielzeiten kommt es zu Abschreiben entsprechenden Einsparungen in kumulierter Höhe in etwa von 18 Millionen. Jetzt komme ich zu der Bilanz mit Stichtag 30.06.22. Also das ist ja immer auch eine stichtagsbezogene Betrachtung mit dem Anlagevermögen von 76,5 Millionen im Verhältnis zu 109,5 des Vorjahres. Hier geht es vor allen Dingen um die Spielerwerte in Höhe von 69,4 Millionen, die sich eben durch Abschreibungen und Abgang der Restbuchwerte entsprechend verringert haben. Sachanlagen, hier sei beispielsweise der Umbau der Geschäftsstelle, aber auch sämtliche Betriebs- und Geschäftsausstattung zu nennen. Das Umlaufvermögen hat sich deutlich reduziert um 38,9 Millionen von 101,2. Hier geht es vor allen Dingen um Vorräte, Warenbestände, Merchandising, aber auch Forderungen aus Transfers, die uns noch zustehen, also die immer ratierlich zum Teil bezahlt werden aus Liefer- und Leistungen und aus Beteiligungsverhältnissen, aber auch Guthaben bei Banken, Stichtag immer 30.06.22 von 10,8 Millionen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, schweres Wort, das sind immer bereits erfolgte Auszahlungen, die wirtschaftlich die in Folgejahre gehören, mit ja, Sonderzahlungen an Spieler, Spielervermittler, aber auch Versicherungen, Banken, der Klassiker, man zahlt die Versicherung im alten Jahr, betrifft aber das neue Jahr. Das Eigenkapital, eingangs angesprochen, durch das negative Betriebsergebnis erheblich gesunken von 107,5 auf 29,5. Rückstellungen von 9,5, da geht's, das betrifft unter anderem Gehälter, wo auch Abfindungszahlungen, die erst das kommende Jahr eben betreffen und zur Auszahlung kommen. Die Verbindlichkeiten konnten wir reduzieren von 99,6 auf 80,8. Hier ist vor allen Dingen die Anleihe mit 40 Millionen zu nennen, die nächstes Jahr im November zur Rückzahlung fällig ist. Das war mit Stichtag 30.06.22 die einzige zinstragende Verbindlichkeit, die wir hatten. Lieferung, Leistung 18 Millionen, da sind zu nennen Verbindlichkeiten gegenüber dem Stadion,
aber auch noch Spielervermittlern und Sport 5. Dann haben wir noch aus Transfers Verbindlichkeiten und Sonstiges wie Lohn- und Umsatzsteuern. Und passive Rechnungsabgrenzung, das heißt bereits erfolgte Einzahlungen, die wirtschaftlich in die Folgejahre gehören. Das sind zum Beispiel der Klassiker, die Dauerkarte, die im Mai, Juni verkauft wird, die aber die neue Saison betrifft. Wenn man mal das zusammenfasst, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz mit Stichtag 30.06.22, so habe ich vorhin gesagt, ist ein Jahresfehlbetrag von minus 79,8 zu verzeichnen. Im Vorjahr waren wir bei 77,9, also da nochmal leicht verschlechtert. Das EBITDA, das operative Ergebnis allerdings, haben wir verbessert um 24,1 Millionen. Da heißt es, dran zu bleiben. Im Wesentlichen haben wir das erreicht durch die Steigerung natürlich der Umsatzerlöse, die in abgelaufenen Saison natürlich höher waren aufgrund der im Verhältnis zum Corona-Jahr 2021. Trotz Rückgang der TV-Erträge, gesagt, wir sind von Rang 8 auf 10 abgerutscht und den Auswirkungen der Pandemie. Wesentliche Einflussgröße waren die Transferlöse, genannt mit 46,8 Millionen und sonstige betriebliche Erträge mit bei einem Personalaufwand, der das Gros ausmacht, mit 97,7 Millionen. Und wichtig an der Stelle nochmal, Abschreibungen und Abgang Restbuchwerte waren in der Summe 64,6 Millionen, die so ja durch die Transfers der Spieler Kunja Cordoba, ich hatte es genannt, so hoch ausgefallen sind, also die Restbuchwerte. Und wir konnten die Verbindlichkeiten reduzieren um 18,8 Millionen. Das zusammengefasst zum Jahresabschluss 30.06.22. Danke für die Aufmerksamkeit an der Stelle und würde jetzt mal darüber gehen. Vielen Dank. Ja, Tom, vielen Dank an der Stelle erstmal zur Präsentation der Zahlen. Wir gehen gleich noch ein Stück weit weiter darauf ein. Gucken wir mal zurück im Sport. Fredi, seit Sommer bis heute, wie ordnest du die Entwicklung ein im Bereich Sport? Ja, ich ordne es jetzt erstmal, hallo zusammen alle Herr Tanerinnen und Herr Taner. Ich ordne es so ein, dass es wirklich jeder sehen kann, dass sich etwas verändert, auch zum Positiven verändert, von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Der Trainer hat es auch richtig gesagt, auch welche Haltung wir haben wollen, im positiven wie im negativen Fall, eine gewisse Haltung auch zu bewahren. Und es zieht sich durch den Verein. Wir haben eine gewisse Ruhe und eine gute Ruhe gehabt, auch im Sommer. Auch Dank an alle nach den turbulenten zwei Mitgliederversammlungen und dann nachher die Wahlen, die da alle waren etc. Jeder weiß Bescheid. Aber trotzdem hat es uns gerade im sportlichen Bereich unheimlich gut getan, dass wir auch hier mit ruhiger Hand und mit einer klaren Strategie daran arbeiten konnten, eine Mannschaft zusammenzubauen, die in einem Wintertransferfenster Sommer nicht einfach war, zusammenzubauen, auch viele Spieler abzugeben. Auch das wird dann wieder der Bericht wahrscheinlich im nächsten Jahr dann wieder sein, wo man dann sieht, okay, auch hier sind wieder Überschüsse gemacht worden. Jungs zu holen, an den Verein zu binden, auch mit dem Blick vor allem Mentalitätsspieler zu bekommen, ja, weil wir die ganz große Qualität vielleicht in der Form uns nicht leisten können. Ja. Also in einem schwierigen Transfermarkt, der immer noch Corona beschädigt für, wie ich immer sage, für mehr als 90% der Vereine sind, nehmen wir mal die Champions League Clubs raus, ja, die haben ihren eigenen Transfermarkt, das muss man auch wissen und das war nicht einfach. Ja. Das Team insgesamt einen richtig guten Job gemacht, die alle wirklich auch daran arbeiten, das bin ja nicht ich alleine, sondern das ist das ganze Team, was ich da anführen darf, hat Spaß gemacht, war viel besser natürlich eingespielt als im Sommer davor, was auch sehr anspruchsvoll war, aber war viel besser eingespielt, klar, weil wir natürlich jetzt auch schon im Laufen waren und auch den Verein auch kennengelernt haben und dementsprechend aber auch alle mitgenommen haben, die bereits auch da waren. Auch da gab es nicht mehr diese Diskussion, wer ist länger da, wer ist neu gekommen, wie auch immer. Es war ein gutes Klima da, es war ein ruhiges Klima da, ein strukturiertes Klima da, strukturelle Prozesse sind wichtig, auch im sportlichen Bereich. Und dieses Gefühl war für mich sehr positiv, ja, weil es einfach dann wirklich auch immer ein Ziel vor Augen gab bei Transfers, aber genauso in dem Miteinander, wie wir arbeiten. Und so ging es auch
mit der Mannschaft, was nicht einfach war. Und Sandro, da bin ich ihm groß auch dankbar, ist auch diesen Weg mitgegangen. Musste er gezwungenermaßen mitgehen, aber da ist er auch komplett überzeugt gewesen, dass er wusste, hey, unsere Mannschaft steht wahrscheinlich erst Ende August. Ja, und jeder Trainer möchte natürlich die Wunschvorstellung am besten beim ersten Training schon seine Mannschaft haben. Aber das ist leider, das gibt es heutzutage nicht mehr so. Ich bin kein großer Freund von dem Transfermarkt, dass der erst schließt Ende August. Aber arbeite ich in verschiedenen Kommissionen auch in der Liga an dem Thema, ob man das irgendwann mal verkürzen kann, ob man es dann wirklich mindestens mal zum ersten Spieltag hinbekommen kann, dass dieser Transfermarkt schließt, weil sonst hast du immer diese Fluktuation und immer diese Ungewissheit. Und das ist bei den Spielern ja auch manchmal auch spürbar. Aber insgesamt muss ich sagen, war es von der Seite her sehr angenehm, auch in diesem Sommer zu arbeiten. Und so sind wir auch in die Saison gestartet, wo es ja gleich nicht gut losging. Aber trotz allem sind wir auf unserem Kurs und auf unserem Weg geblieben, zu sagen, nein, wir wollen eine Art Fußball, die Menschen, und das habe ich auch im letzten Jahr mal schon gesagt, mitnimmt. Ja? Auch wenn du mal ein Spiel verlierst, soll jeder das Gefühl haben, die Jungs haben wenigstens alles gegeben. Ja? Das ist aus meiner Sicht immer erstmal die erste Grundtugend und auch ein Fundament, wo du was aufbauen kannst. Und dieses Gefühl habe ich eigentlich durchgängig bei den Spielen gehabt, dass du nicht das Gefühl hattest, wie das Jahr davor, naja gut, waren wir mal vorm Tor oder haben die wirklich alles gegeben? Ja? Da war ein großes Durcheinander da, das ist absolut klar. Das, auch in der Auswahl der Spieler, hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Nicht alles klappt immer perfekt. Manche brauchen auch Zeit. Ja. Nehmen wir so einen Spieler wie Willy Kanga, der in die Bundesliga kommt, ja, und arbeitet für 3 vorne im Sturm. Ja. Natürlich hat es mit den Toren noch nicht geklappt. Wäre auch froh. Ich glaube, er wäre am meisten froh, wenn er schon 10 Tore gemacht hätte. Ja, jetzt hat er gestern sein 2. gemacht. Aber das wird dann kommen mit der Zeit. Ja, ja. Und ich habe ja schon einige Stürmer mehr aussuchen dürfen oder verpflichtet, auch in den früheren Zeiten. Und die haben manchmal auch 6-7 Monate gebraucht, bis sie richtig angekommen sind. Ja? Wenn sie vor allem aus einer ausländischen Liga kommen, aus einer anderen Liga kommen. Und da braucht es auch ein bisschen Zeit. Und ich weiß, Zeit ist immer so ein Faktor im Fußball, der ist nicht einfach, ja? Weil du jede Woche bewertet wirst und natürlich nur auf die Tabelle schaust. Deswegen hat mich das auch in den letzten 1, 2, 3 Wochen auch ein bisschen gewurmt und euch alle sicherlich auch gewurmt, dass irgendwie das Gefühl, die Mannschaft macht vieles eigentlich richtig und sie spielt es eigentlich auch richtig gut, aber der Ertrag ist nicht da. War ein komisches Gefühl. Ja, stehst dann plötzlich vor dem Spiel gestern, stehst du mit 11 Punkten erstmal da und denkst eigentlich, ja nicht denkst, sondern bist überzeugt, eigentlich hättest du 20 haben müssen. Ja, da waren eigene Fehler dabei, kleinteilige Fehler dabei, die uns viel gekostet haben. Da gab es Entscheidungen gegen uns, die wahnwitzig waren. Ich kann keine Entschuldigung mehr von Schiedsrichter-Obmännern hören. Ja? Ja. Die ich auch nie öffentlich gemacht habe, ja? Weil das kann man ja einfach machen, aber ich kann es nicht mehr hören. Ja? Und da waren wirklich, da sind einige Punkte flöten gegangen dadurch. Es ist so, normalerweise gleicht sich's aus. Und ich hoffe, das gleicht sich vielleicht auch mal aus, aber trotzdem, da ist immer einer der Geschädigte am Ende des Tages. Und gestern war nochmal einfach ein Stimmungsaufheller für uns wichtig, auch nochmal in diesem 2022, was wirklich nicht, jetzt, ja, es könnte in die Geschichte, für die eine oder andere Geschichte eingehen von Hertha BSC, aber sportlich gesehen, boah, ja, war es ein richtiger Ritt. Trotzdem war es gut, jetzt einen guten Abschluss zu haben für diese ungewöhnlich lange Pause mit dieser unsäglichen WM, ja, das hinzubekommen, zu sagen, wir gehen ins neue Jahr. Die Jungs werden jetzt noch mal 3,5 Wochen und der Sandro hat es gesagt, ja, auch richtig ja, Vollgas geben. Und dann werden sie ein bisschen ausruhen können und dann geht es weiter. Keiner weiß uns so richtig, was einen erwartet, auch für den Januar, weil es ist dann wirklich eine lange, lange Rückrunde mit 2 Spielen noch aus der Vorrunde. Ich bin guter Dinge auf jeden Fall, dass die Mannschaft genau diesen Weg weitergeht, weil ich diese Energie in der Mannschaft spüre und ich glaube, die spürt jeder von euch, ja, dass diese Mannschaft gewillt ist, alles rauszuhauen. Ja. Auch wenn sie Fehler macht mal zwischendrin. Perfekt sind sie nicht, das wissen wir. Der Weg ist noch lang. Ja. Dieses Thema
dieses Thema Leistung ordentlich bis gut und zu wenig Ertrag. Was braucht es aus deiner Sicht noch? Welche Stellschrauben sind das noch, um das ein bisschen ausgeglichener darzustellen? Ja, natürlich ist es einfach zu sagen, du bräuchst jetzt vielleicht noch den einen oder anderen qualitativen Spieler, wie auch immer. Ne? Jetzt gucken wir uns aber mal die Zahlen an und sind wir mal ehrlich. Und wir müssen in die Gruppe investieren, die wir haben. Ja? Und nicht anfangen, irgendwie, wir könnten vielleicht das und wir müssten das machen, wenn das dann nicht möglich ist. Wir leben in der Realität. Ja? Und ich lebe in der Realität und wir versuchen die ganze Kraft auch in diese Gruppe zu investieren, damit diese Energie dann auch dementsprechend auf dem Platz zu sehen ist, die sich dann in Punkte auch ummünzen. Es gibt ja viele Mannschaften, auch, die es eigentlich auch beweisen, auch, ja, dass es manchmal auch vielleicht mit weniger Qualität, aber mehr Mentalität, du zu Erfolg kommen kannst. Ja, ja. Und davon bin ich fest überzeugt. Ja. Wir haben unheimlich viele Themen noch abzuarbeiten, noch im Personalthemen auch. Es laufen ja 7 Verträge aus im nächsten Sommer etc. Also wir müssen uns schon genau überlegen, was wir auch für die nächsten 3-4 Monate, aber dann jetzt aber auch in Richtung nächstes Spieljahr dann vielleicht am Ende des Tages auch machen. Und wir müssen uns bewusst sein, in welcher Situation wir sind. Jedes Spiel wird ein Fight. Jedes Spiel ist ein offenes Spiel, auch in der Bundesliga. Es gibt ja kaum Spiele, wo du sagst einfach, ja, das gewinnst du halt mal heute ganz locker. Nein, das ist jedes Spiel, ist hart umkämpft und man sieht auch, dass in der Bundesliga es unfassbare Ergebnisse gibt, in die eine wie in die andere Richtung. Und da ist egal, ob einer jetzt mal 17. ist und gegen den zweiten gewinnt. Ja, sowas ist ganz normal in der Bundesliga. Und da haben wir einen sehr, sehr, sehr anstrengenden und sehr starken Wettbewerb, der einen alles abverlangt. Und deswegen musst du immer fokussiert sein und musst immer auch diese Ruhe bewahren und auch in diese Gruppe versuchen, die Abläufe auch, dass sie sauber auf sich abgestimmt sind, damit das eine zum anderen passt. Und da ist mein Gefühl einfach, und das habe ich auch öffentlich gesagt, viel, viel besser, viel, viel besser, als es vorher war. Und da muss ich nicht schönreden. Und wir versuchen, die Abläufe immer noch besser zu machen und noch griffiger zu machen. Ob das für die Mannschaft ist, aber auch um die Mannschaft herum, da sind wir doch einen Schritt weitergekommen. Wir haben eben gesehen, wie sich der vergangene Transfer Sommer dargestellt hat mit Zu- und Verkäufen. Welche Prognose hast du denn für den Winter? Bis hin zur Frage, müssen wir mit dem Blick auf die Finanzen eventuell sogar Spieler verkaufen? Ja, da brauchst du erstmal einen Markt, dass du verkaufen kannst. Ne? Das war schon im Sommer gar nicht so einfach, Spieler zu verkaufen. Ich sage ja, das war immer noch ein beschädigter Markt und natürlich brauchst du dementsprechend auch Spieler, die absolut gewollt sind, dass du was verkaufen musst, weil du hast auf einer Seite den Verkaufsdruck vielleicht oder den wirtschaftlichen Druck, die Balance muss irgendwo stimmen. Ja? Aber eins ist auch klar, wir dürfen uns auch nicht ausverkaufen, nur wir müssen konkurrenzfähig sein. Wir wollen ja Bundesliga spielen. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja? Ja? Und diese Balance zu finden, ist ja immer diese Schwierigkeit am Ende des Tages auch. Ne? Und man muss dann schon bei jeder Personalie genau überlegen, ob man es macht oder nicht macht. Ne? Und nochmal, dieser Januarmarkt wird aus meiner Sicht ein bisschen, ja, manchmal vielleicht zu wichtig genommen. Ja? Das ist eigentlich kein Riesenmarkt, ja? in den 4 Wochen. Da passiert eigentlich normalerweise nicht so viel. Ja? Der eine oder andere hat mal ein bisschen mehr gemacht im Januar, aber das ist, im Januar machst du es eigentlich nicht, weil da machst du vielleicht die ein oder andere Geschichte, wo du vielleicht was bisschen machen kannst in gewissen Bereichen oder du verlierst vielleicht mal einen Spieler und musst den irgendwie ersetzen, aber investiere in das, was du hast, weil das Problem ist halt einfach, dass im Januar bereits geht so schnell wieder los. Ja? Und wenn es so schnell wieder losgeht, dann kannst du die Spieler schwer integrieren in dieser Zeit. Ne? Das ist auch klar. Ja? Höchstens ist einer aus der Liga, der kennt sich aus und du weißt, du hast einen Erfahrenen, der alles reißen kann. Aber du musst auch schauen. Und wir haben jetzt eine lange, lange Phase. Die U23 wird ja noch, die spielt ja jetzt noch weiter. Wir werden die U19 spielt gerade gegen die Köpenicker. Da steht es 1-1, wie ich gesehen habe. Deswegen muss ich jetzt weg. Ich wollte eigentlich noch weiter gucken. 2-1? Für die anderen? Das ist Mist. Ja. Siehst, dann hört mir zu oder guck rein. Ne? Da will ich lieber reinschauen jetzt. Ja, aber schade. Trotzdem zeigt es, was die Jungs und in die Akademie zu investieren, das, was auch Kai sehr gut gesagt hat, in die Jugend zu investieren, da haben wir gesagt, da werden wir nicht zurückgehen, da werden wir eher nach vorne gehen, ja? Und werden eher da das Geld einsetzen, als wenn man es nur in den Profis einsetzt, ja? In die Profiabteilung. Weil das wird am Ende des Tages die Basis sein, ja? Dass wir versuchen werden, natürlich junge Burschen nach vorne zu bringen. Jetzt haben wir eine U19, ja? Jetzt liegen die vielleicht hinten, sind trotzdem in der Liga vorne. Aber das sind alles U18-Spieler. Das sind alles jüngere Jahrgänge.
Ja? Die Älteren, die eigentlich noch in der U19 spielen können, die spielen bereits in der zweiten Mannschaft, in der U23, in der Regionalliga oder teils auch bei uns oben dabei. Ja? Und das muss man einfach mal sehen. Wir gehen da einen anderen Weg, da geht es manchmal gar nicht um die Titel in der Jugend, die wollen sie automatisch gewinnen, ja? Sondern es geht um die persönliche Entwicklung der Spieler. Und da haben wir sehr viel Anstrengung unternommen und auch sehr vieles auch noch verändert und auch Personal dazu gewonnen, auch richtig gutes Personal mit den Top-Leuten, die wir da haben, dass man sagen kann, da sind sie alle auf einem guten Weg, auf einem richtig guten Weg und wollen genau dieses Spiel, was wir bei den Profis haben, die Art und Weise, wie wir spielen wollen, natürlich dementsprechend auch bei der Jugend haben. Aber das machen sie schon hervorragend. Die Spielphilosophie ist fertig. Danach richten wir uns. Und diese Spielphilosophie hat nicht ich entwickelt, die hat nicht Pablo Thiam entwickelt, kein Sandro Schwarz entwickelt. Das hat die komplette Jugendabteilung miteinander entwickelt. Alle Trainer miteinander, ja, alle Experten miteinander haben diese Spielphilosophie auch für den Nachwuchs entwickelt. Und das ist ein großes Fund für uns. Tom, beim Blick auf die Zahlen sehen wir, die Lage ist ernst. Konsolidierung ist eher ein Marathon, kein Sprint, das hat Kai auch schon gesagt. Welche Handlungsspielräume haben wir denn? Oder anders gefragt, wo sind denn die Stellschrauben, um Jahresergebnisse in Zukunft wieder zu verbessern? Das hatte ich ja vorhin eingangs schon gesagt. Also das negative Betriebsergebnis ist immer gekoppelt an Erlöse und Kosten. Und das hört sich einfach an, ja, die Kosten zu reduzieren und die Erlöse gleichzeitig zu hören. Da lacht er schon. Das ist eine Herkulesaufgabe, die Freddy da zu bewältigen hat. Das muss man an der Stelle auch sagen. Zwar auf der einen Seite Kosten zu senken, Erlöse zu steigern. Das heißt ja auch möglicherweise Spieler zu transferieren und gleichzeitig die Qualität des Kaders zu erhöhen und weiterzuentwickeln. Das ist schwer genug. Wirtschaftliche Konsolidierung ist, wie hier schon oft angesprochen werden, das ist ja kein Lippenbekenntnis und das malt man sich ja nicht aus, sondern da steht ja ein klarer Plan von unserer dahinter. Und da nochmal vielleicht erklärend hinzu, wir wollen hier keine Angst schüren, ja, sondern ein Kostenbewusstsein, ein anderes muss auch herrschen. Wir sind in der Situation, die ist herausfordernd, hat Kai Bernstein die Woche gesagt, und das ist es mehr als herausfordernd und der stellen wir uns, aber wir haben einen klaren Plan, wie wir das schaffen können, und das geht auch nur, auch kein Lippenbekenntnis, nur gemeinsam, und gemeinsam heißt auch die Geschäftsführung zusammen mit dem Präsidium und den Gremien kann man sowas hinbekommen, auch zu sagen, welche Maßnahmen sind dafür notwendig. Wenn man sich da nicht einig ist, wird es nicht funktionieren. Kannst du es vielleicht ein bisschen konkretisieren, welche Bereiche es neben Transferlösen noch gibt, wo wir das Ergebnis verbessern können? Ich habe ja schon gesagt, in der TV-Geldrangliste waren wir in der 2021 nur auf Platz 8, jetzt sind wir gerade auf 13. Wenn wir da sportlich uns wieder in andere Gefilde entwickeln, dann... Jetzt macht er Druck. Ja. Naja, so ein bisschen wollte ich schon ein bisschen den Druck. Er hat gesagt, ich soll die Frage stellen. Und da ist jeder Platz, wie jeder weiß, 1,5 bis 2 Millionen wert. Also da sind Löse, aber auch im ganzen Bereich der Vermarktung, Hospitality, Business Seats, da hinken wir extrem hinterher. Das ist jetzt auch keine Atomphysik, das zu analysieren, dass wir da Gas geben müssen. Das geht natürlich auch einher mit, wenn man das gestern wieder gesehen hat, über 60.000, wir haben das Spiel davor gehabt, das macht ja wieder Spaß. Und allen, also egal wer es ist, die Kunden kommen wieder gerne, die Kunden können ihre Karten wieder weitergeben. Das spielt ja alles damit mit einher und da ist eine große Möglichkeit, in den Vermarktungserlösen sich da auch weiter zu investieren. Aber auch im Merchandising beispielsweise sind jetzt keine wahnsinnigen Sprünge, aber auch da entwickeln wir uns weiter und haben Steigerungen. Und es ist nicht nur an der Jacke vom Kai Bernstein festzumachen, sondern da ist schön, dass wir nach Corona wieder in Richtung Normalbetrieb auch kommen. Welche Prognose kannst du denn geben für das kommende Jahr? Wenn uns das gelingt, was ich gerade ausgeführt habe und was Freddy auch gesagt hat, dann können wir es schaffen, das Betriebsergebnis in der laufenden Saison deutlich zu reduzieren. Und das ist auch unser Anspruch. Und ich habe es vorhin gesagt, daran kann man uns auch messen und das muss der Weg sein. Auch da muss eine wirtschaftliche Neuerung her und dafür stehen wir auch. Einen Punkt würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil er eben auch deutlich geworden ist in den Zahlen. Betriebsergebnis runter, Personalaufwand ist gestiegen.
kurze Erklärung, wie das dann zusammenpasst, wenn wir sagen, wir müssen sparen, aber haben mehr Personal? Naja, das sind auch Aufwendungen, die im Sommer letzten Jahres getätigt wurden und das war auch zwingend notwendig. Das war vor allen Dingen auch im sportlichen Bereich, als Freddy kam, um da auch wieder aufzuschließen an die Bundesliga, an das, was heute auch Stand der Dinge ist. Ja? Also in allen Bereichen uns da vernünftig aufzustellen. Freddy hat es gesagt, die Früchte ernten wir schon ein Stück weit jetzt. Ja, das funktioniert, das ist ein Miteinander und da gibt es auch kein Alt und Neu und Vorher und Nachher, sondern das wächst zusammen und da darf man auch mal den Leistungsgedanken bemühen und wir müssen uns alle da nach vorne schauen und alles bündeln und die Kräfte bündeln. Ja, und das ist das Ziel, aber das ist der Grund, warum auch im Personalbereich natürlich da ein reichtes, wo wir sagen, das ist auch notwendig gewesen, ja, an der Stelle. Friedi, was ist aus deiner Sicht denn wichtig jetzt, wie schafft man diesen Spagat zwischen wirtschaftlicher Konsolidierung und du hast es eben angesprochen, trotzdem Verbesserung des Kaders und Verbesserung des sportlichen Erfolgs? Das ist eine schwierige Aufgabe, ganz klar. Also und ich habe es das eine oder andere Mal schon mit dem einen oder anderen Club gehabt. Ja? Und ich weiß immer, wie schwierig das ist und wie fragil das auch manchmal sein kann und wie auch schmerzhaft mal eine gewisse Zeit auch sein kann, ne? Ja? Um das auch zu kapieren. Ja? Wie kriegst du das Personalbudget wieder auf ein gesunden, normales Fundament, normales Niveau, ja? und dementsprechend steigerst du natürlich auch wieder die sportliche sag mal ganz kurz, Entwicklung, genau, die sportliche Entwicklung. Und das ist etwas, was nicht so einfach ist, weil natürlich auch klar, jeder will nur Erfolge haben und große Siege sehen und man muss sich schnell was weiter nach vorne entwickeln, aber so schnell geht es dann manchmal nicht. Ne? Und ich muss gar nicht auf die Bremse drücken, ich habe nichts dagegen, wenn die Jungs können auch 5-mal in Folge gewinnen, wie der Letzte, wo sagt, nee, macht nicht, ne? Also das geht mir alles zu schnell. Aber es braucht halt auch oft auch seine Zeit. Es ist viel passiert, ja, das wird aufgearbeitet, es wurde aufgearbeitet, wir müssen auch gar nicht mehr drüber reden, wir sollen lieber über das Jetzt reden und über die Zukunft reden. Das ist auch wichtig und das hat mir auch in den letzten Wochen unheimlich gut gefallen, dass wir eher nach vorne geschaut haben. Ja, und ich kenne die Zahlen, wir gehen sie immer zusammen durch. Ja, es gab neue Mitarbeiter, nicht nur im sportlichen Bereich, auch durch das Goldelze-Programm kamen unheimlich viele Mitarbeiter in die Geschäftsstelle. Wir haben gerade in den letzten Wochen so viel in der Geschäftsstelle gearbeitet, auch da gab es viele Veränderungen. Ja. Man muss einfach mal sehen, was alles passiert ist. Es ist ein Wahnsinn, was alles passiert ist. Wir haben uns viel auch verlassen und sind verlassen worden, ja, wie auch immer. Ja. Es ist eben so, ja, in einem Fußball und was auch gleichzeitig irgendwo ein Unternehmen auch ist, ja, dann passieren halt auch mal Wechsel. Ja. Und dann braucht es auch ein bisschen Anlaufzeit, dass die Dinge auch greifen. Und da bin ich aber auch trotzdem guter Dinge, weil so wie wir aufgestellt sind und auch in den Gremien, macht total Spaß, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist anders, ja, es ist anders, aber anders muss nicht schlecht sein. Ja. Kann auch positiv sein, wenn man es positiv angeht. Ja, und das ist das, was mich auch im Endeffekt auch immer wieder motiviert und antreibt und sagt, komm, lasst uns nach vorne gehen. Ja. Alle haben uns totgesagt gefühlt, ja. Nein, wir gehen jetzt da durch und bauen das auf, so wie es wir haben wollen. Und ich hoffe einfach, dass wir die Kraft haben, auch das Quäntchen Glück haben, was du auch brauchst, auch gerade im sportlichen Bereich, dass die Dinge auch dann so greifen, wie wir es uns vorstellen. Und dann kannst du mit einem guten Fundament, kannst du wieder positiv in die Zukunft schauen und kannst entwickeln und kannst junge Spieler einbinden etc. Aber du brauchst erstmal ein Fundament, ja. Und wenn du dieses Fundament von heute auf morgen gefühlt zerschießt in einer kurzen Phase, dann ist es eben schwierig, darauf erstmal wieder zurückzukommen und eine Struktur zu bauen. Ja. Nochmal, ist Vergangenheit nach vorne. Ja. Das wird das Wichtigste sein. Und ich glaube, Kai hat heute auch unheimlich viele gute Worte gefunden, weil wir auch hier vertrauensvoll auch wirklich alle zusammenarbeiten, in einer ganz anderen Art und Weise. Nochmal, es ist anders, aber es fühlt sich gut an. Tom, abschließend vielleicht auch nochmal an dich die Frage oder den Ball rübergespielt. Wir wollen ja nicht nur im sportlichen Bereich besser werden, sondern auch in anderen Bereichen. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen. Ich würde aber gerne noch mal einmal den Ball aufnehmen, weil wir ja nicht nur im sportlichen Bereich uns erneuern, sondern auch den Ball noch mal aufkriegen, was die Geschäftsstelle und die Verwaltung angeht. Wir haben uns ja komplett restrukturiert. Ja. Wir haben mit Freddy und mir in der Geschäftsführung darunter eine
eine Direktorenebene, Direktionen eingerichtet, 9 Stück an der Zahl, die Geschäftsleitung aufgelöst. Das Ganze beginnend mit 1.9. Also man merkt jetzt schon seit 1. September, da greift was, das greift ineinander. Wir wollten ja, das hört sich mal an, möglicherweise Silo-Denken, genau das Gegenteil war der Fall, sondern die Direktionen mit Eigenständigkeit, Handlungsspielraum auszustatten, dass sie schnellere, kürzere, effizienter zu sein, schnellere Entscheidungswege, das merken wir jetzt schon. Wir haben eine Stabsstelle eingerichtet, die an Fredi und mich direkt berichtet. Alle Themen werden da gebündelt, die außerhalb des operativen Geschäfts sind. Also da werden so wie Digitalisierung, IT auch gemacht, Kundenservice, ja, also ein Thema, das wir uns auf die Fahne geschrieben haben, da kann ich heute schon sagen, dass wir am Montag an Start gehen. Wir haben ein vereinsübergreifendes Service Center eingerichtet mit einer eigenen Abteilung, wo all die Themen, die uns alle Herthaner, Herthaner, Mitglieder, Fans, Stadionbesucher betreffen, gebündelt werden. Nicht nur die Anfragen und die Beschwerden, sondern alles, was da einläuft, wird da künftig koordiniert. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil auch da haben wir gelernt. Wir haben auch Fehler in der Vergangenheit gemacht. Das kann man auch an der Stelle ruhig sagen. Dauerkarte, Härte-ID. Also wir haben ja schon ein paar Themen, wo wir gesagt haben, wir haben verstanden und wir müssen uns da ganz schnell verbessern, nach vorne schauen. Und das ist ein Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist eben dieser Fan-Mitglieder-Service, aber auch im Stadionerlebnis zu sagen, zusammen mit dem Präsidium, Bier-Express-Stände ist vorhin genannt worden. Ja, wie geht es denn schneller, diesen Dreikampf in der Pause Wurst, Bier, Toiletten zu gewinnen, ja, der fast aussichtslos ist, aber, um auch da... Naja, das ist ja so, auch kleine Dinge, wo man vielleicht drüber schmunzelt, aber das ist notwendig und das ist ein ständiger Prozess, der ist ja nie abgeschlossen, ja, mal zu sagen, und da sind wir sehr dankbar und dann jetzt nochmal ein Wort auch zum Präsidium und auch mit den anderen Gremien und die Zusammenarbeit mit Kai Bernstein, wie gesagt, wir kennen uns ja auch aus einer anderen Phase, wir lernen uns neu kennen und wenn es nur halbwegs so bleibt, dann haben wir richtig was gewonnen. Und du hast vorhin gesagt, und endlich macht es mal wieder seit Jahren auch Spaß. Magst du noch den Hinweis geben auf Dauerkarte? Und ja, vorher wollte ich nur ein Thema, bevor wir zur Dauerkarte kommen, die Volunteers. Ganz viele heute hier, Kai und ich waren gestern und durften 15 Jahre Volunteer-Programm bei Hertha BSC, wir haben das in der Saison 07, 08 eingeführt, immer so zwischen 80 und 100 Personen am Spieltag, Volunteers im Einsatz in ganz unterschiedlichen Bereichen. Da können wir alle stolz und vor allen Dingen die Volunteers stolz drauf sein. Auch hier ein großer Dank an alle, die heute hier sind. Über 40 arbeiten heute hier. AOE, super. Ihr seht, wir waren im Stadion gestern und noch ein Dank gilt, wir haben nicht nur 3 Mitgliederversammlungen, sondern wir haben 4 Mitgliederversammlungen dieses Jahr gemacht und alle, die da beteiligt sind, von der Messe über die Dienstleistung, über unsere Mitarbeitenden, die Technik, die Regie, Max, du heute eingesprungen heute Morgen, da gilt unser beider und der Gremien, glaube ich, kann man einmal sagen, herzlichen Dank an alle, die das möglich machen. Das ist ein brutaler Mehraufwand und das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank. Dauerkarte. Wir haben uns überlegt, eine Rückrundendauerkarte aufzulegen, nur für Mitglieder. Da kommt das Template, glaube ich. Vom 21.11. bis 28.11. können alle Mitglieder eine Rückrundendauerkarte erwerben. Ab 79 Euro geht's los. Das Wolfsburg-Spiel ist inkludiert, gibt es also dazu. Und der Vorverkaufsstart für unser Spiel gegen die Mannschaft aus Köpenick findet ab 6.12. statt, nur für Mitglieder. Und da sind wir auch mit der Stadion AG im Austausch. Wir wollen natürlich es blau-weiß machen und so lange als möglich den Mitgliederverkauf halten. Und das stimmen wir aber so wie in der Vergangenheit immer zusammen ab. Tom und Fredi, vielen Dank. Danke, danke. Danke. Danke, Howie.
Freddy wird Sie auch irgendwann anziehen. Nein.